Da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug nach Hamburg, der Podcast von Reiko Schmidt, die 1968. Ausgabe. Und ihr habt ja in den vergangenen Tagen erfahren, dass ich mich hier durchs Gebirge bewege mit einer super netten Truppe. Wir haben eine Tourleiterin und einen eigenen, ja, Einpeitscher will ich es mal fast nennen, einen Sportlehrer, der uns hier morgens immer so richtig in Schwung bringt. Und den möchte ich euch heute ein bisschen näher vorstellen. Wie würdest du dich denn selber bezeichnen? Ja, hallo erstmal. Also mein Name ist Bob und bitte nicht Sportlehrer, ne? War nicht so gemeint. Ja, ich weiß nicht, vielleicht Bewegungsspezialist. Ja? Also ich achte wirklich auf saubere Bewegungen, auf verschiedene Körpersprachen, auf ein Lieblingswort auf Englisch ist Full Range of Motion. Also das heißt, unsere Körper sind halt dafür gemacht, sich zu bewegen, und das provoziere ich gerne durch verschiedene Übungen. Das hast du also auf jeden Fall gemacht. Viele verschiedene Übungen, ungewohnte Übungen. Mountain Climber, Beast Walk und wie sie alle heißen, hat natürlich alles eine tolle englische Bezeichnung. Damit ging es morgens los. Aber wenn du jetzt mal uns Schluffis so betrachtest, wir sind ja alles nicht so eine Sportler wie du. Was würdest du eigentlich jemandem empfehlen, der sich im Alltag zu wenig bewegt, im Moment, der aber Interesse hat, daran was zu ändern, und das nicht gleich mit einer radikalen Änderung im Sportstudio anmelden und dann doch nicht hingehen, sondern was sollte man so im Alltag vielleicht integrieren? Du hast jetzt schon eigentlich gesagt, wer sich im Alltag zu wenig bewegt, muss sich im Alltag mehr bewegen. Und da empfehle ich so eine ganz leichte App vielleicht fürs Telefon, die kostet nichts, einfach einen Schrittzähler, wo man sich ein Ziel setzt, vielleicht 6.000 oder 8.000 Schritte am Tag zu machen. Und anstelle von dem Fahrstuhl die Treppen nehmen, anstelle von das Auto einfach mal den Bus vielleicht nehmen, um dann halt doch zur Bushaltestelle wenigstens zu laufen und so weiter. Also das heißt, Bewegung in seinen Alltag zu integrieren, ist leichter als man denkt. Wenn man es wirklich konsequent mal so ein bisschen durch sein Leben zieht und mal so guckt, okay, wann benutze ich denn oder wann könnte ich einfach mehr Bewegung reinbringen? Und deswegen ist es so wichtig, das einfach mal zu durchschauen, sein eigenes Leben zu betrachten und dann wirklich effektiv an einigen Stellschrauben zu drehen. Und wenn ich jetzt einen Schritt weitergehen möchte, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe zur Bushaltestelle oder vielleicht steige ich auch eine Haltestelle früher aus und laufe dann noch eine weiter und ich nehme vielleicht einen Rucksack mit, wo ich eben noch eine Flasche Wasser drin habe, die ich bewusst drin lasse, um das Gewicht zu erhöhen. Sollte man dann am Wochenende, was könnte man darüber hinaus machen, ohne gleich radikal viel zu ändern? Wanderungen, so wie hier vielleicht, oder ist das nicht so effektiv? Wandern ist immer gut, ne? Also weil das halt auch was für die Seele ist, ne? Allerdings ist der Trainingseffekt irgendwann halt erschöpft, ne? Also ein Trainingseffekt passiert nur, wenn eine Leistungssteigerung einhergeht, ja? Also das heißt, entweder fängt man an, schneller zu laufen, man kann sich ja, wenn man dieselbe Strecke hat, einfach mal die Zeit nehmen, mal gucken, okay, beim nächsten Mal mache ich es halt 3 Minuten kürzer oder so weiter, ne? Setzen so die ersten Schritte. Da muss ich leider sagen, dass oftmals ist aber der einzige Schritt, der noch was wirkt, ist, radikal mit Sport zu beginnen. Weil wenn du über 30 bist und dich nicht bewegst, fangen deine Muskulatur geht zurück, deine Knorpel werden brüchig, lösen sich auf, deine Gelenke werden schmerzen, und deswegen ist meine Meinung, dass das einfach nur zusätzlich ist. Ich kann das nur bestätigen, weil wir sind ja nur eine Truppe, die jüngste ist zwar 6, aber der älteste ist, glaube ich, 52, und das ist auch, ich sag mal im oberen Drittel bewegen wir uns alle hier altersmäßig von dieser Range, und wir haben es natürlich im Gegensatz zu dir, du bewegst dich natürlich wie eine Gummipuppe, weil du das natürlich auch als Trainer machst, aber wir haben schon immer gestaunt, wie du das so hinkriegst und wie wir die Übungen dann reproduziert haben. Das war natürlich ein krasser Unterschied, also man sieht schon, dieser Alterungseffekt, dieses Einrosten, das kann man bei uns sehr, sehr lebhaft betrachten. Und jeder hat, glaube ich, die Lektion gelernt, dass ab jetzt ein bisschen mehr passieren muss als bisher im Alltag. Das kann man vielleicht schon mal unterm Doppelstrich so stehen lassen. Aber wer dann vielleicht sagt, okay, ich bin nicht so der Alleine-Trainierer, der hat auch die Möglichkeit, mit dir zusammen zu trainieren über eine App. Vielleicht kannst du dafür noch ganz wenige Worte nur verlieren. Okay, also das geht darum, dass ich halt dauerreisend bin. Das heißt, ich bin nirgendwo lange. Und deswegen habe ich mir überlegt, wie ich trotzdem viele Leute irgendwie coachen kann. Also wie kann ich vielen Leuten helfen? Und da habe ich eine App, die meine Kunden nutzen, und da werden alle Übungen, die wir vorher einmal live durchsprechen, also über einen Skype-Call, gucke ich mir meine Kunden an und dann sehe ich, wo die Problemzonen, klingt immer so krass, so, ne? Aber wo halt Potenzial besteht, wo man gern noch mehr dran arbeiten darf. Hört sich besser an, ja. Genau, und daraufhin erstelle ich einen Trainingsplan, und dann sehen wir uns einmal die Woche zum Live-Training, das ist ein Live-Gruppentraining, und dieser Trainingsplan kommt per App auf dein Telefon, und drückst auf Play und sagst, okay, jeden Morgen 10 Minuten, oder du sagst dreimal die Woche 20 Minuten. Das ist so in etwa der Zeitaufwand, den man investieren sollte, jeden Tag 10 Minuten.
Das ist so das Minimum, wo ich sage, okay, da sollten wir wirklich, daran darfst du gerne, das ist da der Anfang, genau. Okay. Und wenn du sagst, aber ja, jeden Morgen geht halt nicht, ne, dann halt aber jeden zweiten Tag solltest du auf jeden Fall was tun, wo man sich durchgängig, ganz körperlich, du hast es jetzt erfahren dürfen, ne, also die geht ja nicht um Gewichte stemmen oder sonst was, es geht einfach um eine ganzheitliche Bewegung mit einer Atmung zusammen, die halt irgendwie passig ist. Super, und wie heißt die App? Die App, die lädt man nicht runter, du kriegst von mir den Link. Ne? Ah, okay, also dann sage ich ganz einfach, auf der Nachtzug nach Hamburg Seite wird dieser Link einfach veröffentlicht und genau. Der führt auf deine Seite, da geht's dann zur App. Genau. Okay, das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sag Moin, Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr uns hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder. Euer Reiko und euer Bob. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.